Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Video. Heute wollte ich euch zeigen, wie man sich eine Angel baut und einen Bogen. Auf jeden Fall seht ihr hier schon parallel, nicht parallel, sondern, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall senkrecht zwei hoch, drei hoch, zwei runter, kriegt ihr eine Fishing Rod, also eine Angel. Und einen Bogen macht man sich. So, dass man braucht richtig noch eins. So, auf jeden Fall. Ja, und ich brauche eh noch ein Dings. Eine Angel. Kann ich gebrauchen. Ja, und ich wollte euch noch zeigen, was man. Oh, da fällt mir ein, ich muss noch Eisen brennen. Das mache ich dann jetzt eben kurz. Eisen brennen. Kohle, Kohle da, Kohle 1, 2 reichen. Ja. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, wie man einen Kompass baut. Einen Kompass. Viele fragen sich, wie das geht. Ich habe die Antwort. Falls der Ofen mal etwas schneller machen könnte. Egal. Was kann sich denn noch bauen? Bauen, 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 bauen. Bauen. Ach, erstmal muss ich hier die Rüstung einsortieren, die ich in der letzten Folge. Ach so, und was ich euch von der letzten Folge noch sagen wollte, was wollte ich euch nochmal sagen? Erstmal, das funktioniert nur mit, also weißer Wolle. Und dass man. Was wollte ich euch nochmal sagen? Dass man Redstone nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen kann? Ja, das war's eigentlich. Ja, okay, jetzt dürfte mein Eisen eigentlich fertig sein. Ich brauche ja nur wenige. Nur vier Eisen eigentlich. Dann wollen wir jetzt mal kurz gucken. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich musste gerade einmal kurz zur Tür, deswegen kurz die Unterbrechung. Also, einen Kompass macht man sich so ganz leicht. Ja, dann hat man auch schon einen Kompass. Ich habe einen, ich brauche dafür keinen, also ich brauche keinen mehr. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.